Willkommen zurück. Für dieses Video solltest du bereits die Formel zur Berechnung der Bogenlänge kennen. Diese haben wir im vorangegangenen Video kennengelernt. Dein Ziel für dieses Video ist es, die Bogenlänge einer Funktion mit Hilfe dieser Formel zu berechnen. Im nächsten Fenster des Arbeitsblattes haben wir folgendes Beispiel. Hier steht, gegeben ist die Funktion f mit der Funktionsgleichung f von x ist gleich Klammer auf x minus 4 Neuntel Klammer zu hoch 3 halbe. Und unsere Aufgabe ist es nun, die Bogenlänge von der Funktion f im Intervall 1 bis 4 zu berechnen. Hier links seht ihr den Graphen der Funktion dargestellt und die Bogenlänge L im Intervall 1 bis 4 ist rot markiert. Versucht die Aufgabe zunächst selbstständig zu lösen und pausiere dazu das Video. Im Anschluss werden wir dann wieder gemeinsam über die Lösung sprechen. Gut. Die Formel für die Bogenlänge kennen wir ja bereits. Diese lautet L ist gleich das bestimmte Integral im Intervall a bis b von der Funktion Wurzel aus 1 plus f' zum Quadrat. Da wir in dieser Formel die erste Ableitung der Funktion f benötigen, berechnen wir diese zuerst. Also f' von x ist gleich 3 halbe mal Klammer auf x minus 4 Neuntel Klammer zu hoch 1 halb. Nun benötigen wir für die Berechnung der Bogenlänge den Ausdruck 1 plus f' zum Quadrat. Das heißt, wir berechnen zunächst den Ausdruck 1 plus f' von x zum Quadrat und erhalten dann 1 plus 9 Viertel mal, Klammer auf, x minus 4 Neuntel. Wenn man das ausmultipliziert, dann erhält man insgesamt 9 Viertel x. Nun setzen wir diesen Ausdruck in die Formel für die Bogenlänge ein, dann erhalten wir L ist gleich das bestimmte Integral im Intervall 1 bis 4 von der Wurzel aus 9 Viertel x, also 9 Viertel mal x. Wenn wir das ausrechnen, dann erhalten wir, also wir können 3 halbe rausziehen, den konstanten Faktor, das heißt wir erhalten 3 halbe mal den bestimmten Integral im Intervall 1 bis 4 von x hoch 1 halb, also von der Wurzel aus x. Das ergibt dann insgesamt 3 halbe mal 1 durch 3 halbe mal x hoch 3 halbe. Und nun müssen wir noch die Ober- und Untergrenze einsetzen, also der Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung besagt uns, dass wir das Integral bestimmen können mit Obergrenze minus Untergrenze. Das heißt, wir sehen hier schon, diese Terme kürzen sich gegenseitig weg und übrig bleibt nur mehr 4 hoch 3 halbe minus 1 hoch 3 halbe. Und das ergibt insgesamt 64 hoch 1 halb minus 1. Und das ist, also 64 hoch 1 halb ist die Wurzel aus 64, also 8 minus 1 und hier erhalten wir insgesamt 7. Das war's für dieses Video und im nächsten Video geht es mit dem Arbeitsblatt weiter.